Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei Factorio. Wir wollen heute mal unsere neuen Inserter und unsere neuen Belts automatisieren. Dafür habe ich hier eine Kiste gemacht, bereits einiges an Zeug angefordert. Das kommt. Allerdings würde ich ganz gerne noch... jetzt muss ich gerade mal kurz gucken. Hier, die Express Stack Inserter researchen. Damit wir die auch direkt aufsetzen können. Das hier kannst du auch mal erforschen. So, dauert jetzt ein bisschen, bis das alles da ist. Gerade von hier hinten sind die Jungs ein bisschen lahm. Aber das passt schon so. So, ja, es gibt einiges zu automatisieren. Ich denke, wir fangen mal mit dem Beltzeug an. Okay, das Ding kann weg. Müssen wir gerade mal überlegen, wie wir das am besten machen. Ich denke, wir machen hier schnelle Fabriken. Wir machen hier eine langsame. Dann kommt hier oben eine schnelle. Du machst die Belts. 0,5 Sekunden Crafting Zeit. Du machst die da. Und, ups, du machst die Splitter. So, alle von euch brauchen Gears und Bearings. Die Gears sind einfach, die Bearings, naja. Müssen wir jetzt mal ein bisschen überlegen, wie wir das am schlausten deichseln. Können noch Alu und die Boards auf... Naja, die müssen sogar nicht mal auf denselben Belt kommen, glaube ich. Ja, das Problem ist, wir müssen... Du brauchst auch Bearings und Gears. Genauso wie du. Was ist, wenn wir das so machen? Wenn du jetzt die Bearings herstellst und du die Bearing Balls machst, 12 alle 05. Du brauchst 16 alle 05. Das heißt, wir könnten hier wahrscheinlich eines langsamer machen. Und es würde wahrscheinlich trotzdem noch reichen. Und ihr macht einfach die Dinger da. In Ordnung. Das wäre mal das. Das wären mal die Belts. Okay, die brauchen noch ein bisschen. Was wir auch nochmal haben, sind Mining Drills 3. Die könnten wir theoretisch auch aufsetzen. Ich denke aber, die machen wir 1, 2, 3 hier. Weil die kriegen Kobalt rein. Und hier haben wir Kobalt, da haben wir kein Kobalt. Ich denke mal, wir werden dann... Du brauchst noch Brass Gears. Okay, die könnten wir theoretisch auch hier herstellen. Das heißt, wir machen Kobalt und Brass hier. Hier erstmal nur Kobalt. Alu und Circuits hier, Kobalt da. Hört sich nach einem Plan an. Wie sieht es mit Automation 5 aus? Na, das ist noch ein bisschen entfernt. Okay. Batterien müssen wir auch demnächst dann irgendwann mal angehen. Das hier ist noch nichts. Das hier ist auch noch nichts. Dafür brauchen wir erstmal das Gold. Na, aber das sollte eigentlich nicht mehr so lange dauern. Dann die Inserter.
Die sind eigentlich gleich wie die. Was ist mit denen hier? Ebenfalls gleich. Oder du brauchst einfach, die brauchen immer jeweils die gelben. Das heißt, im Prinzip können wir das hier kopieren. 1, 2, 3, 4. Und dann hätten wir die Inserter auch bereits abgedeckt. Es gab aber, glaube ich, noch mehr. Express Splitter, Transport Belts, Fast. Ah, Repair Packs brauchen wir nicht unbedingt. Steam Engines 3. Huh. Das wäre eine Überlegung wert. Durchaus. Allerdings haben wir, glaube ich, die Steam Engines 1 und 2 nicht automatisiert. Der Rest, Steam Turbines. Die bräuchten die Steam Engines 3. Ich überlege gerade, haben wir die Steam Engines 1 und 2 irgendwo aufgesetzt? Die Vermutung ist nein, weil wir auch die Boiler, glaube ich, nicht haben. Also wir haben sie in der alten Base unten, aber das bringt uns nichts. Mach hier vielleicht sogar etwas mehr. Mach 4000 Kobalt, weil wir brauchen viel Kobalt hier. Lass uns mal sehen, ob wir die Steam Engines 1 und 2 noch irgendwie dazwischen quetschen können. Du brauchst eigentlich nur Eisen, du brauchst eigentlich nur Stahl. Das macht die Sache ein bisschen einfacher. Hier würde ich dann gerne die Loader reinpappen. Die brauchen halt Eisen, die passen da sonst nicht so wirklich rein. Ich denke, wir machen das so. Und dich reiße ich ab und stattdessen kommst du da rein und das kommt dann hier irgendwie durch. So, du machst die Express-Dinge. Kriegst das da. Und dann brauchst du Eisengieß. Kannst du von da haben. Und dann brauchen wir eine Barreling Pump. Das ist eigentlich gar nicht mal so wild. Das ist gleichzeitig dann auch die, ja, eine Requester Chest. Wo ist unsere Barreling Pump? Da. So, du machst Lubricant leeren. Dann würde ich sagen, machen wir die Requester Chest doch hier. Und einen Active Provider da. Das ist für dich. So, sieht gut aus. Wir requesten 200 davon. Ich sagte 200 davon. Und Lubricant, Fässer machen wir 400. Ich denke, das passt. Und damit müsstest du eigentlich alles haben. Warum nimmt der keine Gears? Warum kommt der immer zuerst dran? Verstehe ich nicht ganz. Ich hätte gesagt, er müsste doch da auch irgendwann mal Gears bekommen.
Aber egal, ich denke mal, das wird schon okay. Warte mal. Schmeiß den da hin. Ja, ich denke mal, irgendwann wird der schon aufgeben. Wie wäre es, wenn wir hier eine blaue Maschine hinpacken? Und einen Stack-Inserter. So, das sieht doch schon viel besser aus. Okay, das hätten wir erledigt. Inserter Capacity Bonus sind wir jetzt dran. Nein, Moment mal, ich wollte die Steam Engines machen. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, was ich eigentlich, warum ich hier eigentlich hergekommen bin. Kriegen wir die Dinge hier irgendwie reingepfercht? Du brauchst Gears, Iron Pipes. Gears hätten wir da. Pipes könnten wir von da nehmen. Nicht wahr? So. Du brauchst selber auch noch Eisen. Dann ist das vielleicht doch nicht das Beste. Wenn wir das so machen. Und du brauchst... Ach, du brauchst Steel Bearings. Haben wir die irgendwo... Wir haben hier drüben Steel Bearings. Ich überlege gerade. Da ist auch Stahl auf dem Bass, auf dem Belt. Es könnte sein, dass es sinnvoller ist, wenn wir hier einfach nur mal die Eisenpipes machen. Das ist alles Stahl. Ist ein bisschen unbefriedigend hier. So irgendwie. Oh Gott. Es wird immer hässlicher, aber was soll's. Boiler? Vielleicht irgendwann auch. So. Das. Und. Passt weit für mich. Moment mal. So, du hast jetzt alles. Du packst das bitte in eine Passive Provider. Steam Engines MK1. Sehr schön. Ja, das hier ist ein totales Chaos, aber was soll's? So, die werden auch gemacht, die Express Loader. Das heißt, wir gehen nochmal hier. Hier ein bisschen weiter. Wie sieht es mit dem Stahl aus? Ah, ist leer. Dauert ein bisschen. Egal. Passt schon. Dann würde ich sagen, machen wir hier die Steam Engines MK2. Wie sieht es mit den blöden Boilern aus? Haben wir Boiler irgendwo? Ich kann da wahrscheinlich relativ einfach hier sehen. Na, das zeigt es mir nicht an. Okay, du brauchst Gears. Oh, du brauchst alles. Pipes brauchst du auch. Meine Fresse. Du bist aber ganz schön... gierig. Nein, keine Titanium Bearings. Stahl reicht da vollkommen aus. So, da ist aber nur Messing.
Stahl selber brauchst du auch. Du brauchst einfach eigentlich nur einfach verdammt viel Stahl. So, was ist, wenn wir hier die Steel Pipes nehmen? Und die einfach hier rauf pappen. So, der kann lang sein. Oh. So, so. Die machen wir besser blau. Die machen wir besser rot. Blau, blau. Input. Dann brauchen wir eine Requester Chest. Und zwar requestest du Steam Engines 1. 10 Stück. Passive Provider. Machen wir 20 Stacks. Ich denke mal, passt schon so. Oh, ich habe keine Loader mehr. Also keine gelben Loader mehr. So, dann du noch. Können wir hier einfach eine Substation mittendrin reinpappen? Passt. Hast du alles? Naja. Ne, ich glaube, da hat mir was gebracht. Ja, da kommen sie und bringen mir was. Du brauchst das da noch. So, jetzt finden die eigentlich nur noch die Steam Engines. Und dann kann es losgehen. Da kommen sie. Läuft. Steam Engines 2 sind ready. Okay, dann hier. Brauchen wir Express Inserter. Express Filter. Dann Express Stack. Und Stack Filter. Der Rest ist genau dasselbe. Ihr braucht auch noch die Dinge. Oh, eines zu wenig. So. Das wären mal alle da. Dann müssen wir jetzt mal sehen. Komm mal, bring mal Kobalt hier raus. So, das ist, du brauchst Alu und Circuits. Alu und Circuits hatten wir da. Ja, Circuits sind gut. So, dann machen wir hier das Alu. Ich denke, wir brauchen hier keinen... Warte mal. Es wäre wahrscheinlich nicht schlecht, ein Mixbell zu machen. Auch wenn es wahrscheinlich theoretisch nicht unbedingt notwendig wäre. Aber dann könnte man zumindest im Notfall nochmal einen zusätzlichen Belt hinpacken. So, du machst auch nochmal Kobalt. So. Ja, du brauchst nicht viel Kobalt. Und wir brauchen hier nur Kobalt, okay. Das wäre das. Dann haben wir hier einen Mix aus Kobalt und Messing. Sonst braucht er keine Messing. Nee. Soweit, so gut. Dann würde ich sagen, ich denke, das können wir hier einfach so splittern. Und das geht, glaube ich, sogar mit einem Mixbelt. So, du nimmst bitte Brass. Mhm.
Ich denke, das passt. So. Auf geht's. Strom müssen wir gleich mal gucken. Vielleicht können wir was mit Substations machen. Das wäre wünschenswert. Kann ich dich eins hier rüberpacken? Ne, zwei. So, das passt. Dann haben wir den da. Das wäre gut. Dann hier haben wir den Mixbelt. Und dann brauchen wir noch jede Menge Requester und Provider Chests natürlich. Oh. Da sind mir die Undergrounds ausgegangen. Na, die Base hat momentan ein bisschen Mühe mit Nachproduzieren. Liegt wahrscheinlich einfach daran, dass gewisse Bells zu langsam sind. Oder diese Maschine hier. Und der Inserter. So. Ich glaube, das haben wir gefixt. Dann brauchen wir Inserter. Ja, rot sollte bei den... dem Crafting Speed von 2. Das dürfen wir nicht vergessen. Ich glaube... Oh. Ich glaube, hier müssen jeweils Stack-Inserter hin. Wenn wir voll produzieren wollen. Zwei pro Sekunde. Ja, auch hier denke ich... Wobei mit dem Insider Capacity Bonus müsste das eigentlich gehen. Forsch das mal noch. Steam Engines 4 sind noch außer Reichweite. Machen wir hier noch Nickel. Manganese. Und wenn wir schon dabei sind. So. Machen wir das. Und dann stellen wir direkt die Requester-Chests auf. Einmal oben. So. Du brauchst auch eine. Du brauchst auch eine. Und du brauchst auch eine. Alles klar. So, dann requesten wir mal die ganzen Sachen. 50... 200. 50. Du brauchst was? Fast Inserter. 50 reichen da. Du brauchst Fast Filter. Du brauchst Stack, also Fast Stack. Und du brauchst Fast Stack Filter. So, dann hätten wir das. Dann brauchst du... Ich denke, wir machen hier überall Stacks. Genauso wie da. So, das wäre das. Für euch dasselbe. Und dann hätten wir das hier noch. Sehr schön. Okay, das wurde geliefert. Das heißt, jetzt brauchen wir noch Providers.
Und genau, du brauchst auch noch eine Requester und eine Provider. Und so ein Ding. Du machst Mining Drills 3, das heißt wir... Warte mal. Wir haben hier ein Problem. Du brauchst Circuits. Du brauchst noch Circuits. Sonst kommst du nicht klar. Ich glaube, da reicht ein roter. Hier ist sogar ein gelber. So, wir brauchen hier Mining Drills Mark 2. Dann machen wir 50 Stück direkt. So. Da machen wir 100. Machen wir für den Moment mal 400. Ich denke, ein Stack bei denen reicht. So. Und das Ganze müsste jetzt laufen, wenn wir noch das hier anschließen. Das ist falsch. So, haben wir noch hier direkt ein paar Stack-Inserter. Nehme ich direkt einfach mal mit. Vielen Dank, dann müsst ihr halt das wieder voll räumen. Das ist okay. Und ja, ich denke mal, machen wir auch Stacks hin. Damit wir im Notfall relativ schnell produzieren können. So, das wäre das. Das heißt, jetzt fehlt eigentlich nur noch Strom, oder? Oder täusche ich mich? So, oh, das deckt halt einfach alles ab. Das ist richtig wundervoll. Strom, Licht brauchen wir auch noch. Ja, mach das da. Schön. Hier wird gebaut. Wird. Ach so. Ja, da war nichts. Das hat eine Weile. Das dauert halt einfach teilweise eine Weile. Was ist hier das Problem? Brauchen wir nochmal noch einen zweiten davon? Nicht wahr? So. Wir können einfach die Bearings nicht schnell genug rauslegen. Sogar einen dritten. Die Bearings, die Bearing Balls. Natürlich so, jetzt aber, oder? Jetzt kann hier fast voll produziert werden. Er hier oben kriegt noch nicht so viele Circuits ab, aber das passt. Okay, da wurde bereits umgeändert. Wir haben produzieren. Fehlt immer noch an den Dingen. Ach, weil das Kobalt langsam... Ja, das Kobalt dünnt sich ein bisschen aus. Aber ich denke, das passt schon so. Das dürfte okay sein. Haben wir alles? Ich glaube, es sieht so aus, als würde alles produziert werden. Okay, dann fehlen jetzt noch die Steam Engines.
Da würde ich sagen, machen wir. Was brauchen wir alles für die Steam Engines? Was mit den Turbines? Haben wir die nicht erforscht? Nee, Steam Turbines haben wir nicht erforscht. Okay. Du brauchst auch noch Boards und Alu. Das heißt, wir brauchen den Belt, Kobalt Belt. Wir brauchen drei Belts eigentlich. Warte mal, das ist ein Mixbelt. Kobalt haben wir hier drauf. Das heißt, wir brauchen eigentlich nur den. Nur die zwei. So. Und schauen jetzt mal. Ich denke, da können wir. Können wir die hier nehmen? Ich denke, wir machen das anders. Du machst die Dinge. Also ein bisschen. Es ist ein bisschen ätzend. Weil du brauchst selber Brass und du musst Brass Pipes herstellen. Wobei die Brass Pipes könnten wir theoretisch eigentlich anfordern. Warte mal, nee, dann mach das. Ja, mach die einfach da. Dann haben wir so ein Ding. Das ist für das Brass. Dann kriegst du eine Maschine. Aber du brauchst auch wieder die verdammten Bearings. Aber vielleicht können wir das so machen. So, das wäre das. Ich denke mal, ich bringe dich hierüber. Kobalt haben wir hier keins mehr, ne? Ja, die sind hier total am Ausrasten. Erst wenn die sich beruhigt haben, wird hier was gehen. So. Okay. Oh, du brauchst noch Brass Pipes. Okay, ganz vergessen. Und du brauchst Kobalt. Ich weiß nicht, ob das geht. Wenn ich hier einen Filter mache mit Kobalt, geht das dann? Wir werden sehen. So. Okay, das wäre das. Jetzt brauchst du noch, ja, du brauchst noch eine Requester und eine Provider Chest. Requeste mal Steam Engines 2, 10 Stück. Jo. Ach genau, wir wollten die Brass Pipes requesten. Stimmt, da war was. Das heißt, du kannst das so machen und das wäre das. Also, das geht. Wundervoll. Dann brauchen wir noch was für die Turbines. Jetzt muss ich auch mal kurz gucken. Die Turbines brauchen die Steam Engines 3. Das ist, die müssen daneben sein. Die brauchen aber auch Circuits. Dann machen wir das so. Alu und Circuits. Ihr braucht so ein Ding. Und ihr braucht so ein Ding.
Das heißt, wir werden jetzt hier wieder einen Fast Filter reinpacken. So, die da. Das wäre mal das. Du kannst lang sein. Ansonsten brauchst du, glaube ich, nichts mehr. Machen wir zwei Stacks. Auch bei dir machen wir zwei Stacks. Dann das hier noch. Stacky das. Sollte eigentlich laufen. Okay. Substation. Mittendrin. Und so ein Ding noch daneben. Dann ziehen wir den da noch durch. Stacky da. Du müsstest alles haben. Dir fehlen noch die Steam Engines 2. Die müssten, ja, ich wollte gerade sagen, die müssten aber kommen. Okay, läuft. Gute Sache. Was heißt, wir haben Steam Turbines jetzt auch. Und ich denke, das war eine produktive Episode. Da kann man sich doch nicht beschweren. Das fand ich gut. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Wenn ja, gebt mir doch einen Daumen nach oben oder hinterlasst einen Kommentar. Und ich denke mal, vielleicht können wir beim nächsten Mal sogar mal mit den nächsten Science Packs. Da brauchen wir noch die Flying Robot Frames und Brass Chests. Na gut, Brass Chests werden wahrscheinlich jetzt nicht so wild sein. Wo sind die Chests? Ja, und die sind nicht so wild. Und was war das andere? Robot irgendwas? Schauen wir nochmal. Flying Robot Frame. Robot Frame. Ah, die brauchen die Batterien. Das heißt, wir müssen als nächstes eigentlich die Batterien aufsetzen. Sonst kommen wir nicht weiter. Aber Batterien sollte nicht so das Problem sein. Wir haben eigentlich alles, was wir brauchen. Wir müssen nur noch ein geeignetes Plätzchen dafür finden. Aber das finden wir schon. Ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir erstmal einen Break. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, bleibt gesund, euer Northgate.